So, und jetzt komme ich mal zu dem angekündigten Save the Date. Mein sehr geschätzter Kollege Simon Betschi-Betschinger und ich machen am 21. August ein Wunschkonzert. Ich habe das mal genannt Fundi meets Techie. Simon und ich haben völlig andere Herangehensweisen an die Aktien. Aber was mir aufgefallen ist in den doch jetzt einigen Jahren, die wir uns kennen, dass wenn Simon und ich, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wenn wir einer Meinung sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aufgeht, sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir gedacht, wir möchten mal eine Art Dialog machen. Das heißt, ich fahre runter nach Reutlingen und wir setzen uns da mal 1,5, 2 Stunden hin. Ihr dürft euch vorher, eine Woche vorher, Aktien wünschen und wir schauen uns die an. Er analysiert das aufgrund seines Wissens und ich aufgrund meines Wissens. Die Einladungen dazu werden wahrscheinlich so 2 Wochen vorher verschickt werden, über Mail, über die Homepages, über die Social Medias. Und dann gucken wir uns die Geschichte an. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Edukatives dabei, aber da wir wirklich, wie bereits erwähnt, völlig andere Herangehensweisen haben, kann ich mir vorstellen, das ist also sehr, sehr interessant und das gab es so in dieser Art und Weise noch nicht. Also ich freue mich da sehr drauf, auch wenn ich nach Reutlingen fahren muss. Aber das wird ein Spaß. Und dann habe ich noch eins, das ist mit Sicherheit auch interessant für Sie. Das ist das hier. Der Simon hat eine Gruppe gegründet auf Facebook, die heißt Aktienclub Buffetts Alpha. Und da geht es also darum, dass man sogenannte Ten-Bagger-Aktien findet. Also Aktien, die sich wirklich deutlich verbessern. Und diese Gruppe hat eine hervorragende Resonanz momentan. Er zeigt dann also solche Sachen wie hier, das sind die Burggraben-Aktien aus den USA, da gibt es dann PDFs zum Download. Das ist gedacht für Leute, die langfristig investieren. Also nicht nur auf Sicht von 2, 3, 4, 6 Wochen oder vielleicht ein halbes Jahr, sondern wir reden von langfristig 2, 3, 4 Jahre aufwärts. Ich finde das hochinteressant und die Gruppe ist jetzt schon gut besucht mit, ich glaube, fast 3.000 Mitgliedern, aber es ist wirklich eine Geschichte, die so bisher noch nicht gab. Also zumindest habe ich sie nicht gefunden. Und Simon gibt sich da richtig Mühe, um die Leute hier mit seinem Wissen zu verwöhnen. Schaut euch das mal an. Also hier ist es nochmal. Aktienclub Buffetts Alpha auf Facebook.